Jede Kartenpackung hat mindestens eine Karte, die selten oder besser ist, aber es könnten auch mehrere in der Tat sein. Ja, ich möchte bitte 5 legendäre pro Kartenpackung. Es wäre sogar 5 goldene legendäre am besten noch. Dann kann ich die so oft entzaubern, wie ich will, bis ich alle Karten habe. Okay, dann hätte ich aber auch innerhalb von wenigen Wochen tatsächlich alle Karten. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Die Gerechtigkeit nicht mal Wochen. Verlangt nach Rache. Ich glaube, eine Woche reicht das schon. Aber eigentlich ist es voll die gute Starthand. Ich behalte die. Ich grüße euch. Glück haben. Ich grüße euch. Da wie die schon aussieht, ey. Fuck. Das war ein Fehler. Das war einfach nur doof. Also unglücklich. Melde mich zum Dienst. Da kann ja nix. Nicht mit mir. Ich werde es erstmal am Leben halten. Lass die Schmerzen sprechen. Tu das doch. Dafür bin ich zuständig. Melde mich zum Dienst. Also schnell kann ein Feld voll sein, wa? Wenn er jetzt keine Weihe hat, wäre das schon ziemlich krass für mich. Gegen den Magier wäre es jetzt nicht so einfach. Keine Sorge, Darlings, die Kavallerie ist da. Das ist eine Anspielung auf das kommende Spiel von Blizzard, Overwatch. Da sagt nämlich ein Hauptcharakter namens Tracer, so eine Britin, Cheers, Darlings, die Kavallerie ist da. Aber auf Englisch sagt sie tatsächlich was anderes. Da sagt sie, glaube ich, Don't worry, Darlings. Also das, was er gerade gesagt hat, nur halt auf Englisch. Cavalry is here. Aber auch in so einem ganz schrecklichen britischen Dialekt. Dafür bin ich zuständig. Und dann Ballerkopf. Jawoll! Das war ein Fehler. Nee, nicht Fehler, ich wollte eigentlich, tut mir leid. Und damit ihr noch. Boah, ist das overpowered. Ich rieche Blut. Das ist schön für dich. Sorry. Für die Gerechtigkeit in den Kopf! Drei davon, das ist so krass. Der ist hart overpowered, ey. Der ist hammerhart overpowered, vor allem mit ihr hier. Ja, da hätte ich auch direkt aufgegeben. Oh Gott, ist der awesome. Ich muss mehr mit Murloc spielen. Falls ihr keine Quests mehr habt, schaut einfach morgen wieder vorbei und erhaltet eine neue. Coolio. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich werde es dann so machen. Wahrscheinlich werdet ihr diese Folge hier erst, wenn es die dritte ist oder noch später, mit einer Pause dazwischen sehen, damit ihr mit was. Oder es gibt einfach zusätzlich das Karten. Ja, es gibt zusätzlich. Gegen Jaina! Jaina! Ihr habt es so gewollt. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Finde ich gut. Finde ich nicht so gut. Das klang auch ein bisschen bescheuert, oder? Mit dem Kavalleriesoldaten im letzten Spiel. Cheers, Darlings! Von dem Typen. Ich grüße euch. Hallo. Na, was hast du vor? Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Nichts Sinnvolles anscheinend. Den wird sie gleich anpingen bzw. anpingen lassen. Aber egal was passiert, ich
Ich werde es womöglich überstehen. Wird wahrscheinlich das Schild weglasern, mit ihm dann angreifen. Ist der Typ tot, der Typ ist gebufft. Antreten! Oder auch nicht. Das war dumm. Antreten, Digga! Halte mich zum Dienst. 4-2 mit Spott. Ist doch schön. Dünn, dünn, dünn. Na, kann sie ja zweimal machen. Not cool, man. Die Waffe, die er in der Hand hat, gibt es übrigens auch im Spiel jetzt hier. Ja, das ist auch gar kein Problem. Mögen meine Vorfahren. Ich mag die Mucke. Ich bin froh, dass ich den Murloc reingenommen habe. Das ist immer ultra krass. Das kann ich nicht. Nee, ich geh nicht auf die Risiko. Gucken, was er da jetzt draus macht. Der ist aber auch perfekt für den Kiosk. Das sind ja alles Kampfschrei-Effekte. Ich mag Raubzüge! Das ist auch nachher auf Ich mag Züge. Super cool. Oh. Das haben das zwei plus zwei Items. Aber ganz schnell weg. Nur die Frage, wie? Jemand bis in den Kampf. Ah, fuck you. Aber egal, ist schade. Zur Not habe ich gesehen mit der Champion auf der Hand. Du. Na, was hast du vor? Was soll ich nur tun? Das wüsste ich auch gerne, damit es mal weitergeht. Am besten spielst du ein paar Karten aus. Ist in diesem Spiel immer hilfreich. Ah, fuck. Er ist zwar ziemlich stark, aber eigentlich total doof, weil die kostet ein Mana mehr als der Feuerball, macht dafür mehr Schaden. Geht dafür aber nicht auf Helden. Murloc-Ritter, meiner. Das überlebe ich wohl noch, oder? Ja, klar. Ne, dann lieber den. So viele Zuschauer. In den Kampf! Effigi. Dass sie das nicht übersetzt haben. Effigi ist ja quasi so weit wie eine Strohpuppe. Oh shit, boy! Das machen wir noch beschwangen, glaube ich. Musste aber gerade hart überlegen. Sie müsste jetzt wieder. Oder auch nicht. Das soll eine Waffe sein. Lernt doch erstmal. Puff, naja gut. Für die Gerechtigkeit. Das war's.
3 Schaden. Jetzt muss ich aufpassen. Ich habe noch was zum Heilen. Und wenn ich das noch eine Runde überlebe, wäre cool. Sehr, sehr cool sogar. Gesucht. Tod oder lebendig. Bitte kein Direktor. Ja, ist bei hier drüben erst nächste Runde was. Flammenstoß. Ach, cool. Bitch. Ich bin die Klinge der Götter. Ruhe. Jetzt wird's gefährlich. Rätsel bei oder starrt oder beides. Das tut mir leid. Jetzt erhalten wir auch noch so einen Scheißzauber. Das macht's mir nicht einfacher. Das hingegen schon. Ah, das wiederum nicht. Krass. Leg diesen Apfel auf euren Kopf! Du nicht, nehme ich Kleber. Ah, fuck you. 10 Schaden, ich habe 12 Leben. Ich könnte es noch länger überleben. Das hat sich gereimt, ich bin voll der Rappers. Was soll ich nur tun? Am besten eine Karte spielen. Gut gespielt. Also, der ist noch weggeschossen. Ich hab mich gerade einfacher. Das sind nochmal 11 Schaden. Melde mich zum Dienst. Für die Pechschwimme. Sieht ja aus wie so ein Monster von Krieg der Welten. Der Herr Drakulins haben einer. Da zum Melmer da. Was ist jetzt? Der Pilus? Zweiter. Ach, der Zweite. Ihr könnt bei Rechtsklick auf den gegnerischen Handy-Modus ausblenden lassen. Ich glaube, das brauchen manche Spieler auch. Ich finde es aber gerade gut, weil die meisten hier auf den zweiten Bildschirm gucken und dann dauernd irgendwelche die Gerechtigkeit verlangt nach Rache 400 Mal hören. Merken sie, ich bin dran wahrscheinlich. Manche sind dagegen aber auch eben. Die Dummheit der Menschen. Leider unumstößlich. So. Halte ich ein. Ja, komm. Für 3 Mana ist ja jetzt super, weil hat man vielleicht schon mal. Kommt halt auch drauf an, was der Gegner dann schon auf dem Feld hat, wa? Ach, so was Schönes hat er wahrscheinlich nicht. Und zack, spielt er einfach drauf. Ja, tatsächlich sogar was Nervigeres. Hallo. Danke. Fuck you, bitch. Oh, das könnte nervig sein. Das nehmen wir mal. Nicht. Mit mir. Hallo! Das ist ja wieder noch wieder nerviger geworden, der Nervotron.
Aber auch gar nicht mal so unnervige Karten. Das soll eine Waffe sein. Dafür bin ich zuständig. Das soll eine Waffe sein? Lächerlich. Ich freue mich ja, sollte der Koop-Modus wirklich kommen. Habe ich Bock drauf. Kann man nichts machen? Doch, kann man schon. Fröhliches Wesen! Der Mann hat immer so eine Stimme, die so ein bisschen Unterdruck hat. Finde ich aber gerade cool. Es gibt auch ein paar coole Underground-Sprecher, jetzt mal in Anführungszeichen. Wo ich halt jetzt die Namen nicht unbedingt weiß, sie aber definitiv zuordnen kann, die dann auch mal so ein bisschen gedrungen reden. Was aber auch dann immer jeweils zu der Rolle gepasst hat. Weil wenn man so zum Beispiel mal Supernatural auf Deutsch guckt, wie ich etliche Staffeln, und dann mal bei YouTube oder so im in Outtakes die richtigen Stimmen von Jamie und von Dean und Sam gehört hat, dann denkt man sich auch, okay, geht auch besser. Nicht mit mir. Denn die wirklich schönen Stimmen haben sich, die haben beide so ganz tiefe Brubbelstimmen, sehen aber aus wie die absoluten männlichen Models. Klingt aber wie ein Opa, der dir gerade eine Zweite Weltkriegsgeschichte erzählt. Und nu... Biatch. Oh, das kann cool werden. Da-da-da-du-du-du. Silbermond wird nicht fallen. Bist du dir da ganz sicher? Ach, der hat ja auch noch ein Schild. Um Gottes Willen. Waffensysteme aktiviert. Machen wir das. Haben wir noch genug auf dem Feld. Ja, macht leider nicht genug Schaden, um den spielen zu können. Nächste Runde. Owly Face. Euliges Gesicht. Das ist jetzt ziemlich viel Swag. Der müsste demnächst mal gehen. Das tut er jetzt. So, wenn ich ihn spielen muss. Wenn das so weitergeht. Haben wir meinen 12 Schaden. Mein Plan ist übrigens wieder Standardzeit für mich bis 6 Uhr. Das sollte dann auch für dieses Addon reichen, weil es ist ein Karten-Addon. Ich muss die Karten freischalten. Ihr werdet die dann wieder im nächsten Inhalts-Addon, nein, nicht Inhalts-Story-Addon quasi sehen. Spielmechanik-Addon, wo ich euch die Karten zeige. Ist unser. Not cool, man. Ah, pretty cool. Oh, dann kriegen wir sogar noch los. Melde mich zum Dienst. Coolio. Sonst wäre der ja bald, also relativ zeitnah gestorben, das muss ja nicht sein. So könnte das schon GG sein. Ist das eigentlich Goblins vs. Gnomes hier, das Ding? Ich glaube, achso, ich glaube nur Gnomes, weil es gab einen für Goblins und einen für Gnomes. Finde ich aber auch cool, dass Blizzard sagt, okay, ihr könnt die Addons vorbestellen. Dann kriegt ihr halt bei dem anderen halt die Flügel alle dazu. Sprich, wenn ihr die durchgespielt habt, habt ihr die ganzen Karten for free. Während man hier einfach etliche Kartenpakete kriegt. 18 Schaden hat ganz schön weh. Ding, da, da, ding.
Ah, 5.